Helden! Herzlich willkommen zurück zu Hyperlight Drifter, dem letzten Abschnitt unserer Reise, das Südlevel. Wir schauen uns noch einmal unsere Errungenschaften an, die wir in den vergangenen Folgen erreicht haben. Und ja, alles ist voll. Wir haben die Skills, wir haben die Granaten, wir haben die Medipacks, wir haben die Waffen. Jetzt können wir Richtung Süden gehen. Ich bin immer noch dabei, meine Qualitätseinstellungen der Aufnahmen und Uploads zu verbessern. Ja, wir können es noch ausprobieren. Die neue CPU ist da, das Mainboard ist da, jetzt fehlt nur noch der RAM. Die CPU wurde erstmal ein AMD 73700X. Da er auf 65 Watt läuft, im Gegensatz zum 3800X, der mit 105 Watt lief, allerdings nur minimale bessere Werte hat, habe ich mir gedacht, okay, solange das Geld noch knapp ist, steigen wir darauf um und später dann, wenn genügend Geld da ist, werden wir auf das maximale Equipment umsteigen. So, aber jetzt Richtung Süden und genug gelabert. Die Waffen auswählen, wir haben diese Waffe. So, jetzt schauen wir mal. Da ist doch wieder so ein Zeichen. Das könnte an der Bitrate liegen, mit der wir aufnehmen, und dem Profil von OBS, welches ich auf hochgestellt habe, dass mir Hyperlight Drifter etwas ruckelig vorkommt. Deswegen haben wir die Priorität von Hyperlight Drifter jetzt auch auf hoch gesetzt. Es ruckelt immer noch ein bisschen. Könnten auch nur meine Augen sein. Ich weiß es nicht. Aber OBS macht keine Anzeichen, irgendwas schief läuft. Ah ja, wir sind gespannt. Pong. So, wir sind jetzt Richtung Süden unterwegs. So viel ist klar. Ach ja, wir waren ja schon mal im Süden, deswegen war der Upgrade Point da hinten schon geholt. Verstehe, verstehe, verstehe. Okay, auch natürlich wollen wir dich aktiviert lassen, während wir uns umschauen. So, jetzt waren wir hier. Wir waren ja schon mal im Süden, bis hier unten, weil es da nicht weiter ging. Stimmt. Sorry, ich möchte nur gern alles richtig machen. Wieso ist hier so ein... Aha. Nein. Ha. Yes. Schau mal einer an. Ja, und wer sich noch fragt, wann hier mal eine Kamera auf den Kanal kommt, was wahrscheinlich niemand tun wird, weil die Zuschauerzahlen unten sind. Aber das ist egal. Wir lieben Computerspiele und deswegen machen wir das hier. Ja, die Kamera wird dann kommen, wenn ich mit der Bildqualität auf YouTube und Twitter oder anderen Social Media Kanälen zufrieden bin und dann ohne Scham mein Gesicht dafür herhalten kann und zeigen kann. Okay. Schalter. Ich habe mir das ebenfalls, wie viele wahrscheinlich auch, alles nur selbst beigebracht. Bin ständig am Lesen und am Neumachen und Ausprobieren. Plus irgendwann ist man auch mal müde von den ganzen Dingen. Also, ist das nicht der Reisende, der uns gerettet hat am Anfang? Wir bekommen seine Ausrüstung, weil er gestorben ist. Okay. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das bedeutet. Aber nach seiner langen Reise zurückkam und seine Familie tot war und er deswegen... Er war ja ebenfalls krank. Und da hat er sich hier gegen Bösewichte gestellt und ist dabei umgekommen.
wie seine Familie auch. Okay, zu seinen Ehren. Ups. Ah, die Tastaturbelegung. Zu seinen Ehren werden wir es tun. Das Outfit kennen wir ja schon. Da müssen wir jetzt durch, liebe Freunde. Skorpione, na toll. Jetzt müssen wir ja mal schauen. Wir sind in einem Wüstengebiet. Wir lassen das Ambiente auf uns wirken. Ich will gerade sagen, wir schauen nach, ob wir neue Hinweise für versteckte Geheimnisse bekommen. Oh! Wären wir doch mal eher hier runtergegangen. Sensenmann. Alle Sensenmänner. Boss Action. Okay, die Skorpione hauen eher ab. Schauen wir kurz rüber zur OBS. Ja. 60.000 Kilobit, 60 Mbit pro Sekunde und keine übersprungenen Frames bisher. Also Hyperlight Drifter scheint auf hoher Qualität mit 60 Mbit pro Sekunde zu laufen. Ich finde, das Ruckeln hat ebenfalls nachgelassen. Schön. So, hier ist ein Dungeon. Es sieht aus wie eine Robo-Hand. Also wir erinnern uns an die Titanen, die wir von den ersten Folgen her kennen. Turbin. Bauteil. Wer bist du? Endlich ein Medipack. Macht ihr was? Oder? Okay, hier geht's dann zum Bus. Ja, muss es ja. Geht's noch hier runter? Hier oben war zu. Hier war ein Dungeon. Hier ist ein Dungeon. Dann schauen wir jetzt nochmal hier unten, damit wir das Gebiet abgesteckt haben und unsere Gedankenmap fertig ist. Okay, er scannt. Müssen irgendwelche Drohnen sein, die nach Materialien Ausschau halten. Frage ist nur, arbeitet ihr autark oder... im Auftrag eines jemanden? Ja, Kringel. Ja. Den nehmen wir jetzt mit. Das hätten wir uns sparen können. So, schauen wir noch mal runter. Das ist bei neuen Gebieten halt immer so, man guckt erstmal rum, schaut. Da ist doch ein weißer Kachelweg. Das heißt Secret. Lol. Die Echsenmenschen. Au, cool, dass die auch noch vorkommen. Also haben sie die unterirdischen Labore. Oh, sorry. Die unterirdischen Labore gefunden.
Haben diesen Clipper gegessen? Dann sind Lebewesen ausgebrochen oder sind das Maschinen? Man weiß es nicht. Zumindest weiß ich es nicht mehr. Und sie fressen gebratenen Skorpion. Oh, der unter der Tüte, der war schon echt ulkig. Ich sehe euch nicht, ihr seht mich nicht. Oi, 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 warum bin ich denn so generig? Sauerstoffmangel. Lüften. Oder nochmal ein Käffchen. Oder schwarzen Tee. Okay, hier ist die ominöse Achtertür. Gut, dann haben wir die Map jetzt hier abgesteckt in Gedanken. So. Runter in das erste Dungeon. Da müssten wir nämlich dann da rauskommen, wo wir gerade den geheimen Brückenpfad am Kringel aktiviert haben. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, außer Kringel. Ja, wir sind schon bei 16 Minuten. Aber hier schauen wir noch rein. Das ist ja immer nur die Rohlänge. Ich werde hier noch schneiden ein bisschen. Los geht's. Sehr gut. Nicht gut. Also sollten wir hier vielleicht später erst rein. Ah. Oder wir kamen da wieder raus. Man weiß es halt nie. So, jetzt nehmen wir mal die Streuwaffe. Ah, wir können jetzt ja auch Geschosse zurückschlagen. Wir müssen uns jetzt daran erinnern, dass wir alle Moves haben. Und jetzt wird das mal gepimpt. Stimpaks. Okay. Bringt nichts. Wir erinnern uns, wenn wir mit Waffen anvisieren, scrollt der Bildschirm weiter, als wir so normal schauen können. Dabei finden wir häufig irgendwelche Schalter, die wir anschießen können. Da ist wieder ein Kringel, ich habe. Also wenn ihr das nicht von Anfang an wisst, welche Indizien geheime Plätze euch zeigen, dann beißt ihr euch echt in den Hintern. Darauf verweise ich gerne auf meine ersten Folgen, an denen wir massig übersehen haben. Das wollte ich nicht, ich wollte nur ausweichen. So, die Spezialmoves. Granate und Absturz. Wieso hat denn... Ich habe jetzt nicht auf die Granate geachtet, weil ich gleich gesehen habe, ah, ich falle. Okay. Mal mit der Ruhe. Wir hatten eine lange Pause. Das ist völlig in Ordnung und okay so. Nicht stressen. Kann mal probieren. Okay, nee, die spalten sich und fliegen dann. Ja. Die Sparta-Taktik. Am Eingang stehen und alle ankommenden Feinde zernichten. Okay. Gut. Jetzt schauen wir noch nach links. Bist doch nicht umsonst hier. Heilige. Okay, uns fehlen noch vier. Ich glaube, wir hätten ja doch zum Schluss reingehen sollen. Aber egal. Jetzt sind wir einmal hier und nehmen es mit. Ja, jetzt schlagen wir auch die Laser zurück. Okay, da geht's noch lang. Upgrades. Okay, wir
Am besten ist immer noch diese für mich. Auch die Musik von solchen Indie-Games, von solchen kleinen, ist immer so nice. Den Schleim nicht getroffen. Oh! Immer dieses Dash! Ah, da ist die Ausdauer. Ja! Los, Nahkampf! Okay, da seid ihr. Ein Schuss. Also, wir können sicher sein, dass wir mit der Waffe treffen, aber da gehen so viel. So viel Schüsse weg. Der Schleim, er marschiert! Okay. Das scheint mir hier nicht sicher zu sein. Steht hier Wortwitz mit scheint und Schleim, ne? Okay, eine Workstation. Nix. Gestern haben wir übrigens ein neues Spiel angefangen, Tales of the Neon Sea. Auch da war ich mit der Qualität nicht ganz zufrieden, obwohl ich dachte, okay, Spiele mit wenig Bewegung müsste doch meine Hardware locker schaffen, aber naja. Besser ging es nicht, obwohl ich da schon mit 40 Mbit pro Sekunde aufgenommen habe. Allerdings nicht mit dem AMD-Encoder, sondern mit QuickSync, weil das mit der am stabilsten lief und die beste Qualität im Verhältnis mitgebracht hat. Aber naja. Man probiert sich halt aus, wenn man keine Ahnung hat. Okay. Noch 3 Punkte für die Tür. Okay, kann ich künstlich stehen? Nein, aber ich kann so stehen. Ah, wieso tue ich das? Okay, das mit den Geschossen zurückschmeißen, ich weiß nicht, ob die sozusagen an der. Ja, diese Linie, die wir hier sehen. Zack! Ob das sozusagen der Rand ist, wo ich das, die Geschosse mit dem Schwert treffen muss oder wie das, sich das verhält, keine Ahnung. Okay, könnt da rüber. Komm. Geh rüber. Okay, hier gibt's nichts. Ne. Ha! Na! Deathloop! 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 Was ist hier denn los? Deathloop! Deathloop! Gefangen im Deathloop. Komm, beweg dich. Oh. Holy. Ein Schuss noch. Versuch. Okay, alle haben wir nicht bekommen. Ach,
Okay, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr irgendwo langlauft und denkt, was ist hier los? Und dann, oh, ich habe doch irgendwas vergessen. Dass man die Laser nicht ausschalten kann, ist schon... Ja, wir haben die Laser zurückgeschlagen. Seht ihr das? Das sind Spawns. Das sind Spawner. Ich läuf. Na. Nicht so schnell, Freunde, nicht so schnell. Okay. Immer mit der Ruhe. Ja, Laser zurückschlagen, ist so nice. Star Wars, Obi-Wan. Okay. Da ist ein Punkt. Mit dem können wir noch in die Tür am Anfang rein. Okay, hier gibt es aber am Rand keine weiteren. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ist das hier das Ende der ersten Folge aus dem Süden? Oh, Wangsch. What? What the? Nimm das! Ah, noch eine gewisse Reichweite. Stimmt. So, geht ihr weg oder muss ich euch zerstören? Ich muss euch zerstören. Okay. Zum Glück habt ihr nicht viel Energie, aber ich auch nicht mehr. Okay, ich glaube, das ist der einzige Weg, ihn zu besiegen. Außer unsere eigenen Schusswaffen. What? Ah, verstecken. Ich muss jetzt aufpassen auf die Energie. Noch eine Energie. Alles raus, haben wir es geht. Deckung. Deckung. Ah. Nein! Der war aber auch fies. Er hat sich hinter der Säule versteckt, da konnte ich nicht treffen. Okay, Leute, den Boss machen wir noch. Ja, keine Gnade! Ah, die Granate hätte ich aufheben sollen. Na, So sieht's nämlich aus. Ohne Schnitt, ne, Leute, das war Versuch Nummer 2. Da war mir klar, es gibt nur eine Möglichkeit, der direkte Kontakt mit dem Feind. Ja, Leute, das war's. Wir schauen jetzt noch, dass wir ein Speichersymbol unten rechts bekommen. Das war also ein Fake Point. Ja, Leute, wenn euch da Content gefällt.
Augen. Oder sind wir bei Metroid? Eins meiner Lieblings-Computerspielreihen in der Jugend. Hier wird was gebaut. Ich vermute ein Titan. Ja Leute, nochmal, wenn euch der Content gefällt, lasst gerne ein Like, kommen ein Abo da, schaut bei Twitter vorbei, lasst Tipps da, mit denen ich eventuell meine Videoqualität verbessern kann. Außer das, was ich eh schon probiere, also die üblichen Sachen, die man weiß, wie man OBS einstellt und Co., da habe ich Ahnung. Ja, ansonsten, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.